Leute, willkommen bei einem neuen Video und zwar in einem neuen Vlog. Gestern schon hart performt im Gym, dann Subway, dann Shisha, dann noch kurz gechillt und jetzt beginnt der Tag mit einem Training. Danach gehen wir noch in die Stadt, gehen wir ein bisschen shoppen. Wir nehmen euch natürlich mit, mal schauen, was wir da noch so essen. Und heute ist noch die FitCon, Simeon Panda ist auch mit am Start. Bin gespannt, was bei dem so geht. Der wird wohl so die ein oder andere Challenge machen. Du machst Brust mit Simeon Panda. Postdown. Postdown. Ich mache Backbattle gegen Simeon Panda. Ach so. Ich hab gehört, du machst Langhantelruder gegen ihn. Ja, oder 200 Kilo. Oder Wadenheben gegen ihn? Ja, zerstör ihn mal, Wadenheben, ey. Das wäre schon nice. Okay, das gibt's jetzt nicht. Ja, mal, doch. Einmal, ziemlich saftig. Beinbeuger, bück dich einmal. Oh ja, guck. Oha. Nee, lass das lieber. Das wird zu. Ah, Digga, du filmst, Mann. Ja. Du filmst. Ey, Philipp. Philipp, hast du dein Outfit für die FitCon gefunden? Ey. Ich wollte nur schauen, wie es aussieht, ja. Rosie meint, auf der FIBO sieht geil aus, aber mir jetzt da schon nicht gefallen. Ich finde es too much, ey. Ja, auf jeden, Mann. Auf jeden. Finde ich gut. Aber ich der. Am liebsten, aber der. Die Leggings an und. Das rote Shirt, oder? Ja, ja, das stimmt, das sieht gut aus. Aber deine Legs sehen gut aus. Danke, Mann. Auf jeden Fall. Rico, was gibt's bei dir zu essen, ey? 80 Gramm Frosties? Nein. 30 Gramm Frosties von Kellogg's. 30 Gramm Rice Crisp, auch von Kellogg's. 250 Gramm Magerquark und 50 Gramm Whey von Allstars Cookie Dough. Cookie Dough. Das ist immer so, Digga. Cookie Dough. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade aus dem Gym zurück. Ich muss mal auch noch ein Post-Workout-Meal machen. Ich weiß noch nicht, was ich essen soll. Ich werde wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Eiweiß essen und dann später, nachdem die FitCon vorbei ist, da wird ja gleich auch noch gefilmt, werde ich ein bisschen mehr essen, weil ich habe jetzt auch gerade noch gar nicht so wirklich Hunger. Deswegen mal schauen. Wir durften leider im Gym nicht filmen. Ich werde euch hier ein paar Bilder einblenden. Wir haben auch den Bruder von Rosie getroffen, Mr. Rosenberg. Haben noch ein kurzes Bild mit ihm gemacht. Und ja, konnten leider unser Workout nicht abfilmen, weil wir ja Probetraining gemacht haben und dann durften wir nicht filmen. Ich hab das nicht so ganz verstanden, aber ist egal. Wir dürfen auch nicht parken dort, ey. Ah ja, wir mussten auch noch umparken. Also wir durften auch nicht dort auf den Parkplätzen von Studio parken. Aber naja, egal. Wurde man halt mitten im Training unterbrochen und passt schon. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt fertig. Dann gehen wir noch ins Milaneo, gehen ein bisschen shoppen. Dann nehmen wir euch natürlich auch noch mit. Und vielleicht findest du da ja ein paar Klamotten, Philipp. Hey, das ist privat hier, Alter. Zu privat. Ja, ja. Befreit und so. Sicherlich ist dann meine Art und Weise, wie ich sie dann gegeben habe, sehr frech und direkt. Indem ich richtig informatives Video schauen wir jetzt hier. Dass er nicht Bodybuilding betrifft. Leute, das nenne ich Fuck Life. Fokus. So Leute, wir sind jetzt im Milaneo. Hier ist es ultra voll. Wir haben ewig gebraucht, bis wir überhaupt einen Parkplatz finden. Aber keine Ahnung, wir müssen gleich nochmal sehen, dass wir ein bisschen was shoppen gehen, bevor wir ins
Fit One gehen, weil wir heute Abend noch in den Pocket Park wollen. Dort ein bisschen feiern. Das wird natürlich auch in diesem Video kommen. Und, was holst du dir? Was ist die Bauch? Ist die Jacke? Die Jacke wird holen. Ja, und Sneaker. Ja. Ich bin da ganz offen, ich schau mal. Ich hab keine Ahnung. Mal gucken, was es so gibt. Vielleicht holt mir auch gar nichts, aber man holt sich immer irgendwas. Ja. Also immer so. Und du? Spontan ist das. Dies, das, Lifestyle. Ja, Fischer, Micha, dies, das. Was geht hier ab, ey? Hi, Eike. Hi. Freut mich. Alles klar? Ja. Eike, hi. Habt ihr die beiden vorhin erkannt? Ach so, das ist die Ah, ich hab nichts gefunden. Hast du nicht? Nö, dumm bist. Weil du dumm bist, guck dich an. Guck dich echt an. Ist der dünn? Ganz sicher die. Geil. Oder? Was sagst du dazu? Ganz sicher die, oder? Übel. Geht da schon ordentlich ab. Okay. Cheat Day on top. Heftige Games gemacht, wie ihr sehen könnt. Was ist breit, der Junge? Das geht ab da, ey. Heftig. Ey, hast du mal reingeschaut? Wir sind auf Liga Donuts anscheinend, oder? Fuck. Was ist das denn eigentlich? Was Rotes. So ein langer Donut, das ist eigentlich das Gleiche. Willst du die alle alleine essen? Ja, teilen sie mir mit Armando, denn ich will, dann hau ich sie alle alleine weg. Okay. Jo Leute, ich bin wieder zu Hause und zwar in Ostfriesland. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht wie im Video bei Philipp oder bei Rico angekündigt, werde ich nicht in Berlin sein dieses Wochenende. Das heißt, wenn ihr danach fragen solltet, ich bin weiterhin in Ostfriesland dieses Wochenende und werde erst das Wochenende drauf nach Berlin fahren, weil ich noch einen Videodreh habe mit Studio 71, mit meinem Netzwerk. Worum es da genau geht, das werdet ihr dann sehen. Das Video wird natürlich auch hier auf meinem Kanal erscheinen und ich werde dort generell noch Vlogs drehen. Dementsprechend dieses Wochenende hier nicht in Berlin, als kleine Info. Und ja, die Diät läuft ganz gut. Mein Gewicht geht weiter runter. Ich hatte mir ja nach der FIBO wieder ein bisschen was gegönnt.
Und jetzt für den Videodreh gehe ich wieder mit dem Gewicht ein bisschen runter, beziehungsweise mache danach weiter Diät. Und dann ist quasi auch schon die Sommershape da. Und lasst euch einfach überraschen, ich werde in den nächsten Vlogs natürlich mehr von meiner Diät zeigen. Dementsprechend bleibt dran. Dann wird es auch wieder richtige Trainingsvideos geben, wo ich auch ein bisschen mehr erkläre. Richtige Ernährungsvideos geben. Natürlich alles in Form von Vlogs verbaut. Das ist ja eigentlich so der Sinn, den ich hier hinter meinen Videos haben möchte. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Ich freue mich darüber und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!